diese Demo unter das Motto zu stellen, Grenzen ziehen, Remigration. Denn 33 Jahre nach der Wiedervereinigung 1990 geht es Deutschland so schlecht wie seither, wie seit dem 3. Oktober 1990 nicht. Deutschland ist ein Land im Niedergang. Deutschland ist ein Land im Niedergang und ich verstehe mittlerweile jeden, der mir sagt, die BRD der 2020er Jahre ist schlimmer als die DDR der 1980er Jahre. Liebe Freunde, Deutschland ist in einem erbärmlichen Zustand und wir werden lange brauchen, Jahre und Jahrzehnte brauchen, um unser Land wieder aufzubauen. Aber, und das ist die gute Nachricht, das ist immer noch möglich. Unsere Vorfahren haben die verheerenden Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges überwunden. Sie haben die Plünderungen der napoleonischen Zeit überwunden. Sie haben die brutalen Bedingungen des Versailler Vertrages überwunden und sie haben das Land aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges wieder aufgebaut. Und auch wir werden das Land wieder aufbauen, wenn wir freie Bürger in einem freien Land sind. Aber um freie Bürger in einem freien Land zu bleiben, müssen wir zuerst einmal und vor allem einmal die schlimmste und bedrohlichste Gefahr abwenden, deren unser Land und unser Volk ausgesetzt ist. Und ich rede von der Migration. Seit 2014 sind mehr als 10 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen, überwiegend aus Afrika, Nahen und Mittleren Osten. Und wir sehen es. Wir sehen es in Cottbus, wir sehen es in Luckau, wir sehen es in Fürstenwalde, wir sehen es in jedem Park, wir sehen es in jeder Bahn, wir sehen es in jedem Gefängnis, wir sehen es überall. Wir sehen eine unglaubliche Invasion von Menschen in diesem Land. Und wir spüren in einer unglaublichen Weise die dramatischen Folgen dieser Invasion. Wir spüren es an Haushalten, an Kommunen, die pleite sind. Wir sehen es und spüren es an einer immensen Wohnungsnot, an einem Wohnungsmangel. Und ich habe heute gelesen, dass Berlin 1000 dieser Flüchtlinge genannten Invasoren in Hotels unterbringen will. Ich frage mich, warum nicht gleich das Schloss Charlottenburg? Und wir sehen die dramatischen Folgen dieser Invasion eben auch an der Verwahrlosung des öffentlichen Raums und an dem Herrschaftsgebaren dieser Migranten, die angeblich Schutzsuchende sein sollen. Und wir sehen es an einer unglaublichen Ausweitung von Kriminalität. Täglich, stündlich eine Messerattacke, täglich zwei Massenvergewaltigungen. Und wir alle hier haben nicht Gerda Krüger vergessen. Niemand von uns hat Gerda Krüger vergessen und wir alle haben auch nicht vergessen. Und wir alle haben auch nicht vergessen, dass Gerda Krügers Mörder noch immer ungestraft herumläuft und weiteres Unheil anrichten kann. Liebe Freunde, ich musste gestern durch das Märkische Viertel in West-Berlin fahren. Und ich sage euch, ich hatte den Eindruck, ich bin nicht mehr in Deutschland, ich bin nicht mehr in Europa. Und wenn in dieser Art und Weise das Volk gegen eine Bevölkerung ausgetauscht wird, die weniger Gemeinsames als Trennendes hat, dann ist es um den Souverän des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland geschehen. Und dann ist es auch um die Demokratie geschehen. Dann wird der Staat korrupt, dann herrschen nur noch Geld und Gewalt. Und ich sage euch, das wollen wir nicht. Wir haben uns 1989 von der DDR losgesagt, nicht damit wir in den 2020er Jahren in einen multikulturellen und multikriminellen Sumpf in der BRD versinken. Deutschland ist das Land der Deutschen und Deutschland soll das Land der Deutschen bleiben. Dafür stehen wir. Und deshalb noch einmal unsere Forderung, Grenzen schließen, Migration stoppen und Remigration. Und liebe Freunde, in Dänemark hat eine sozialdemokratische Regierung es hinbekommen, dass zwischen 2015 und 2018 die Migration um über 95% zurückgegangen ist. Um über 95%. Es geht also.
Es geht auch in der EU. Man muss es nur wollen. Wir wollen es. Und das ist unsere Forderung heute am Tag der Deutschen Einheit. Grenzen zu Remigration. Deutschland muss Verhältnisse herstellen, wie sie in Dänemark schon längst an der Tagesordnung sind. Und das muss dringend geschehen, denn wir haben es satt. Wir haben es satt, dass die Ampel und die CDU eine Politik betreiben, die das Erbe verschleudern unserer Vorfahren, die über Jahrhunderte dieses Land in harter und liebevoller Arbeit aufgebaut haben. Und wir haben es satt, dass die Ampel und die CDU das Erbe der friedlichen Revolution 1989 verschleudern und dass sie das Erbe der Wiedervereinigung verschleudern. Wir haben es satt, dass sie unsere Staatsbürgerschaft verschleudern und dass sie die Zukunft unserer Kinder verschleudern. Und deswegen sagen wir, die Ampel muss weg. Die Ampel muss weg und die Feiglinge Friedrich Merz und Dietmar Woidke müssen weg. Und die Politik gegen das eigene Land und gegen das eigene Volk muss endlich beendet werden. Und deshalb, liebe Freunde, sind wir hier als Zukunft Heimat, als stabile Cottbusser Demonstranten. Und Cottbus ist ein Leuchtturm für den patriotischen Widerstand in Brandenburg und in ganz Deutschland seit Jahren und wird es weiter sein. Wir sind verbunden mit einer großen Demokratie- und Freiheitsbewegung, die heute überall in Deutschland demonstriert hat. Und von dieser Stelle aus alter Verbundenheit von uns ein ganz herzlicher Gruß nach Dresden. Ein herzlicher Gruß nach Dresden. Und wir erwarten alle, dass wir im kommenden Jahr den 10. Geburtstag der ersten Pegida-Demonstration groß feiern werden. Liebe Freunde, und auch die nachfolgenden Redner werden eben dieses ganze breite und Facettenreichtum dieser Demokratie- und Freiheitsbewegung in Deutschland widerspiegeln. Und der erste Redner, den ich aufrufe, das ist Jürgen Wirth. Er kennt ihn von der Protestbewegung in Cottbus, von der Bewegung für die Wahrung unserer Gesundheits- und Freiheitsrechte. Und wir freuen uns auf Jürgen.